hat extra diese wunderschöne Sporthalle errichtet und am 11.11.2011 feierlich eingeweiht, damit der Saarländische Badmintonverband im Auftrag des Deutschen Badmintonverbandes diese Jugendmeisterschaften hier in Saarbrücken durchführen kann. Ich darf euch ganz herzlich willkommen heißen hier an der Namen-Leutberger Sportschule. Ich freue mich sehr, dass diese deutschen Jugendmeisterschaften hier in Saarbrücken stattfinden. Vor allem deswegen, weil es die Badminton-Sport ja in den letzten Jahren ungeheuren Aufschwung ergeben hat. Es ist eine sehr beliebte und interessante Sportart. Natürlich insbesondere im Asien, aber in den letzten Jahren auch erfreulicherweise zunehmend in Europa und vor allem in Deutschland. Und ich glaube, das hat auch bewiesen die hervorragende Platzierung unserer deutschen Badminton-Spielerinnen und Spieler in London bei den Olympischen Spielen. Ein Beweis dafür, dass man da an der Weltspitze dran ist, und ich bin sicher, dass sich diese positive Entwicklung auch fortsetzen wird. Und deshalb freue ich mich, dass diese deutschen Meisterschaften hier die besten Talente und Nachwuchssportlerinnen und Sportler im Badminton-Bereich in Saarbrücken zusammengeführt haben. 225 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, das ist eine großartige Zahl, über die ich mich sehr freue. Und ich freue mich, dass man schon mal deutsche Meisterschaft an einem Olympiastützpunkt stattfindet. Hier ist der Olympiastützpunkt Saar, Rheinland-Pfalz, so heißt er offiziell. Und keine 100 Meter weiter von hier entfernt trainiert ein Teil der deutschen Badminton-Elite U19 regelmäßig täglich, nahezu täglich, viele Wettkämpfe überall in der Welt. Und ich hoffe doch für viele von euch ist es ein Ziel, auch irgendwann mal an einem Olympiastützpunkt, natürlich in der Sportart Badminton, zu landen und dort also für die Maßnahmen, die weltweit stattfinden, zu arbeiten. Und wie gesagt, keine 100 Meter von hier ist der deutsche Olympiastützpunkt, wo Badminton vertreten ist. Und zum allerersten Mal findet eine Nachwuchsmeisterschaft am OSP selber statt. Und das ist schon was ganz Besonderes. Eine tolle Halle.
Hey, komm gut heim, ha? Mach keinen Scheiß in den Leim. Okay?
im Dezember. Es ist Fahrenwort.